Na klar. Die Funktionsweise der DCK-gesteuerten Autos ist ein Chip, der sich hier im Auto befindet. Und dieser Chip steuert die Autos, insbesondere die aktive Abstandssteuerung. Jedes Auto hat hinten zwei Sendedioden, also Infrarotsendedioden, und vorne an der Stoßstange zwei Phototransistoren. Mhm. Und damit sind die Autos nicht blind. Jedes Auto sendet in dem Moment, wo es eingeschaltet wird, seinen Zustand nach hinten zum Hintermann. Wenn die Autos also aufeinander losfahren, dann erkennt er das und dann geht das Bremslicht an. Ja? Mhm. Und damit haben wir eine aktive Abstandssteuerung. Die Autos können nicht aufeinander fahren. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Mhm. Ja? Und sie erkennen auch, wenn eine Ampel rot ist, dass sie dann auch entsprechend bremsen. Toll. Eingestellt haben wir natürlich auch hier, dass jedes Auto weiß, wo es hinfährt. Und diese Steuerung übernehmen hier so kleine Sendedioden, die hier am Rand sitzen. Die steuern jetzt die Autos, Befehle, Stopp, Halt, Blinker rechts oder Blinker links. Aber diese Technik können Sie bei meinen Kollegen, wir haben hier einen Workshop aufgebaut, wo man in die Autos auch reingucken kann und wie die Verschalteten verdrahtet werden. Ja, ja. Ja. Oh, mein. Da gibt es eine Geschichte zu. Das war Colonel Lieutenant McRae. Der hat nachts getrennt. Die hat schlimmer ausgesehen wie die Kirche. Die war total kaputt. Also nur noch ein paar Ruinen. Der hat getrennt. Er will sie nochmal aufbauen. Das hat er auch gemacht mit den Dorfbewohnern. Die Dorfbewohner haben auf den Stehen aus der Trümmer, die ist gesprengt worden. Genau wie der Obersuppen sind nicht die Kämmer gesprengt worden. Ja. Ja. Die haben sich so aufgebaut, dass sie jetzt in die Stadt zustehen zu können. Das ist so 15 Meter, das ist der älteste Teil von der Burg. Das ist aber jetzt auch zu. Das war 15 Meter tiefer Brunnen. Und hier man kommt hier nur rein. Durch dieses Tor, dann über diese Brücke, über die Treppe und durch so ein Tor. Das Tor ist wirklich nur so breit, ganz breit, 10 cm schulterbreit. Das ist Wände drin. 1270. Oh, yeah.
Du Flitzi! Du Flitzi! Da unten nach da, wo du die Steuerung. Ja, auf der Linie. Geil! So, da ist der Servo, der zieht. Ja, ja. Und da ist ein Schalter, der macht dann die Rasen so viel schneller dann. Ne? Und der ist dann da mit einem Rekord. No, Flitzi! Der Armin Holzhäuser, der hat ja das alles noch. Ja, es sieht auch viel zu hoch an. In der ersten Bauphase hatte sie von Wüten. Bis sie das hier dann abgeändert haben. Bloß hast einen Teil neu gemacht. Bloß hast du mich jetzt gestürzt. Der Herrenbett. Die Bart hat sich nicht gestört. Ja, nicht von dir, von der Seite. Ja. Und hinten, das ist die Jakobillastraße. Das hier ist die Palme. Das ist die Palme. Das ist jetzt der letzte Spaß. Jetzt die Kinder. Das müssen sie auch steil machen. Thank you.